Und zwar, wir waren beim vierten Kontakt und da hatte ich noch eine Frage zu. Und zwar, als letztes hatten wir über die gewaltsame Gewaltlosigkeit gesprochen. Und jetzt ist hier aber noch eine Frage, und zwar, die mir wichtig ist. Sie spricht über böse Eindringlinge, könnte man sozusagen, oder böse Außerirdischen. Und sie sagt im 96. Satz in dem vierten Kontaktbericht, der Erdenmensch muss sich aber auch vorbereiten, um sich gegen bösartige Eindringlinge zur Wehr zu setzen, was er aber nur durch eine völlige Vereinigung aller Völker eures Planeten erreichen kann. Und da hatte ich dann das auch kommentiert, dass wir nur dadurch unser volles Potenzial erreichen können, Ja, richtig. um dann die Technologie zu entwickeln, um uns dann zu verteidigen. Zum Verteidiger, ja. Ja. Aber da scheint keiner Nein, drauf zu hören. nein, da höre ich niemand drauf. Sie tun auf der Erde lieber das Militär, die Oberen, die anderen, wo ein bisschen nieder sind, anstecken oder ansticheln, zum findlich vorgehen, angreifen, beschießen und Ja. so weiter, statt schauen, einen Kontakt zu schaffen auf friedlichem Weg mit diesen Insassen von der sogenannten UFO. Ja. Oder? Ja. Es wird aggressiv reagiert, es wird nicht reagiert auf friedliche Art und Weise, zum schauen, was zu machen ist, einen friedlichen Kontakt herstellen, umgehen auf friedliche Art und Weise, Ja, oder? ja. Statt das, was machen, eben angreifen, schiessen, bösartig und nicht wissen, was daraus gibt. Ja, die, Was rauskommt daraus? ja, die, genau, sie, das gefährlichste Experiment, was man eingehen kann. Ja, richtig. Und die Weltbevölkerung weiß davon ja gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Gut. Und das andere war, sie. Das haben wir übrigens am letzten, wo der da war. Moment mal. Ich zeige dir mal, was ich gesagt habe diesbezüglich. Mal schauen. Muss zuerst suchen. Dann möchte ich einiges erwähnen, was sich im Fernsehen gibt bezüglich UFOs. Da werden nämlich nunmehr sehr häufig Sendungen gebracht, die sich auf UFOs und die Fremden respektive auf die Außerirdischen beziehen. Dabei werden zahllose Aufnahmen vorgeführt, die nichts anderes als lächerliche Animationen sind. Demzufolge also Trickfilme abgespielt und vorgeführt werden, die also solche von vielen der Fernsehzuschauer irregeführt als echt betrachtet und verstehen werden. Und dann da unten, das Simon, da. Dies wären tatsächlich in diversen Abfangjäger- und Kampfjäger gesichtete UFOs verfolgen und abzuschießen versuchen. Da ist es. Dies wären tatsächlich in diversen Staaten Abfangjäger und Kampfjäger gesichtete UFOs verfolgen und abzuschießen versuchen. Dies regelrecht irdisch, wie es dem Groß der Erdlinge eigen ist, dass zuerst geschossen und gemordet, ehe danach gefragt wird, was eigentlich los ist, was bezweckt werden will und was eigentlich die Begründung für das Ganze sein soll. Doch dass zuerst geschossen und gemordet und nicht nach einer Begründung gefragt wird,
ist ja typisch für Erdlinge, die ein schlechtes Gewissen und deswegen Angst haben und genau das tun, was nicht getan werden soll. In Sache der Fremden und deren UFOs wäre es allein richtig, in absoluter friedlicher Weise irgendwelche Kontakte zu den Fremden zu suchen. Da fehlt das E. Moment. Anstatt sie mit Kampfflugzeugen zu verfolgen und auf sie schießend anzugreifen, und zwar nicht nur durch Kampfflieger, sondern auch mit Geschützen vom Boden aus. Das Denken und Handeln und dafür verantwortliche Erdlinge, die in der Regel teure und mit Orden behangene Militäruniformen tragen, sind mächtige und meinen aber in Wahrheit nur idiotisch ein der großes Maul haben, sich mächtig meinen, aber in Wahrheit nur idiotisch ein derart großes Maulwerk haben, dass ihnen beinahe die ganze Universum verschluckt werden kann. Was davon zeugt, dass weder Logik, Verstand noch Vernunft in ihren Hirnen vorhanden ist. Und diese scheindenkenden und falschhandelnden Handelnden der Verantwortlichen entspricht nicht einem aktiven Erwachsensein, wie dies von wirklich erwachsenen Menschen erwartet werden kann, sondern es entspricht dem Scheindenken von Dümmlingen, die sich weiß ich wie gescheit und clever einbilden, dass sie Denkende und Genies seien. In Wahrheit aber sind sie jedoch jedem wahren und klaren Denken unfähig, weshalb sie die UFOs einfach blödsinnig, unbedacht und voller feiger Angst mit Kampfflugzeugkanonen oder Bodengeschützen angreifen und beschießen lassen und abknallen wollen. Und dies tun sie ohne zu wissen, was die Insassen der UFOs eigentlich wollen, woher diese kommen, wie diese gesinnt und welcher Gattung und Art sie sind. Anstatt mit der Besatzung der UFOs in friedlicher Weise Kontakt zu suchen, werden diese und deren Fluggeräte böse angegriffen, die mit ihren offensichtlich mit irgendwelchen futuristischen Möglichkeiten der Antigravitation ausgerüsteten UFOs in unserer verdreckten Erdatmosphäre herumkurven und blitzschnell den idiotischen und plumpen Angriffen sowie allen Geschossen entweichen und diese einfach paralysieren können. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja. Wo geredet worden ist wegen der UFOs. Ja. Vor allem. Entschuldige, ich habe einfach Probleme zum Reden. Ja, schon gut, ist alles klar gewesen. Sollte eigentlich nicht nur eine, es sollte Kontakt gesucht werden. Richtig. Weil wir uns nicht verteidigen können. Ja. Und möglicherweise. Es gibt keinerlei Möglichkeiten für Erling, sich zu verteidigen, wenn eventuell bösartig von außen hier. Ja. Irgendwelche Wesen, Menschen und so weiter kommen und die Erde wurde angegriffen. Ja. Das ist alles Idiotie, was gemacht wird. Genau das, was gemacht wird, wird gegenteilig verteufelt. Ja. Und die Plejaden haben ja ein Angebot gemacht, wenige Jahre später, nach diesem Gespräch. Richtig. Das ging ans Weiße Haus. Ja, und die haben gemeint, sie müssen Dinge stellen, Anforderungen, sie müssen Bedingungen stellen und so weiter und so fort. Ja, und auf das sind sie nicht eingeschickt. Entweder das und wir sagen, was ganz richtig ist und was muss gemacht werden. Und es geht nach dem, was wir sagen. Und sonst
ist aus. Ja. Und es ist aus gewesen, und zwar endgültig. Ja. Und ich hätte einfach als Mittelsmann müssen funktionieren. Ich hätte müssen sagen oder aufschreiben, das, was sie dann gesagt hätten, dass, dass das nach Amerika gekommen wäre. Ja. Und wenn das von den Amerikanern kapiert worden wäre und angenommen wäre, wäre es genau gleich gegangen mit Russland. Ja, so hätte sich dann der Weltfrieden langsam verbreitet, ne? Mit den anderen Ländern dann auch. Ja. Zuerst hat es geheißen, wir versuchen das mit Amerika. Und wenn das in die Grenze kommt, wenn das wirklich funktioniert, dann nachher ist da Russland als nächstes, wo wir unseren Vorschlag machen. Ja, damals noch Sowjetunion. Ja. Ja. Ja, das war eigentlich die größte Chance für die Menschheit, eventuell irgendwann in die Föderation aufgenommen zu werden und, und dann wirklich in Sicherheit zu leben. Ne? Ja. Weil selbst wenn wir Hightech haben... Ausgeschlossen wäre einfach das, was die Fremden sind, das hat nichts mit denen zu tun gehabt. Das wäre etwas gewesen, wo die Plejaren von sich aus gemacht hätten. Ja. Und einfach nur Ratschläge, was zu machen sei. Ja. Aber nicht sich selber reinmischen. Ja, ja. Es ist nur eine Funktion, oder hätte eine Funktion sollen sein, wo nur Ratschläge gekommen wären. Ja. Wie das etwas soll gemacht werden. Ja, aber wenn die Ratschläge befolgt worden wären, dann, dann hätten sie, hätte sich die Menschheit dann rapide entwickelt. Hätte es zu einer vereinigten Welt geführt. Ja. Und zu einer friedlichen, vereinigten Welt. Ja. Und unter Umständen eine Aufnahme in die Föderation, der sie angehören. Ja. Wo, womit, ich hatte das Beispiel halt gegeben von Costa Rica, was unter dem Protektorat der, der Amerikaner steht. Und niemand hat es je gewagt, obwohl es ein leichtes wäre, für Mexiko oder andere Länder Costa Rica einzunehmen. Mhm. Aber keiner wagt es, weil sie unter dem Schutz der Amerikaner stehen. Ja. Ne? Und so hätte das auch sozusagen auf interplanetarer Ebene stattfinden können. Ja. Denn die schützen sich ja auch in der Föderation. Ja. Keiner wagt es, die Föderation anzugreifen. Nein, macht niemand. Weil das wäre das bittere Ende für die jeweilige Zivilisation. Ja. Ja. Das ist halt das ist, irdisch. Ja, die Menschheit weiß aber gar nicht davon, was für eine Chance ihr da entgangen ist, ne? Ja. Weil da so ein paar Grützköpfe da im Weißen, beziehungsweise im Geheimdienst, das ist ja wahrscheinlich gar nicht im Weißen Haus angekommen. Ja. Ja. Carter hat das sicherlich nie erfahren. Ja. Also ich kann ich mir nicht vorstellen, dass Carter davon jemals was gehört hat. Mir hat man gesagt, die Plejaden sagen das. In Amerika geht nichts über das Militär. Ja. Genau. Ja. Die bestimmen. Die von der Regierung haben nur zu machen, was das Militär sagt. Ja. Das war auch bei Trump so. Der hat auch nur gemacht, was das Militär wollte. In Wirklichkeit regiert nicht die Regierung, oder? Ja. Sondern im Hintergrund steht das Militär, das sagt, da durchgeht. Ja. Genau. Ja. Das ist das, was die Plejaden sagen. Ja. Ja, das war. Wie sie die Sachen festgestellt haben. Ja, 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 ist auch so offensichtlich auch, wo die überall ihre Finger im Spiel haben. Ne? Also zum Beispiel NBC, einer der größten Sender, der gehört General Electric. Und General Electric ist einer der größten, Rüstungsindustrie stark involviert und kriegt halt viel Geld vom Pentagon. So werden auch die Medien kontrolliert dann, ne? Über das Militär. Ja, genau. Und genau. Auch am 10. September 2001 hat Donald Rumsfeld eine Pressekonferenz gegeben und sagte, dass sie 2,1 Billionen Dollar nicht finden können. Und das ist nur für das Jahr 2000 gewesen. Das Fiskaljahr. Und
Und am nächsten Tag waren natürlich Anschläge und so weiter. Da ist nie wieder nachgeforscht worden. Es gibt so ein paar Leute, die mal Trump abgefangen haben und irgendwo bei irgendeinem, wo er mal Vortrag gehalten hat oder so, haben sie ihn gefragt, was ist damit? Was ist daraus geworden? Und da ist er dann halt, wir gucken noch. Und also ja. 2,1 Billionen, nicht Milliarden. Ne? Wie kann das sein? Also das ist viel mehr als das Militärbudget der Amerikaner. Also das Militär, irgendwie muss das Geld von der Zentralbank bekommen oder wo können diese Geldsummen überhaupt herkommen? Also das ist mehr als der globale Drogenhandel. Ne? Also, ja, ja. Also auch mit illegalen Geschäften kann man nicht so eine Summe in einem, ja, Jahr, in einem Jahr kreieren. Ja. Also eben, was ich noch wollte sagen, Michael, wenn du im Fall etwas sagst, wegen dem da ausdrücklich sagen, es ist keine Einmischung gewesen, kein Einmischungsversuch von den Plejaren, sondern nur ein Ratgebungsversuch. Sie hätten keinen direkten Kontakt aufgenommen mit den Amerikanern, sondern sie hätten alles mir gesagt und ich hätte nur als Mittelsmann müssen fungieren, um zu sagen, was sie raten. Ja. Also, und mit der UFO haben sie rein gar nicht und es hätte ihnen auch nicht direkt tangiert, oder? Ja. Die wären vollkommen ausgeschlossen gewesen, wie es immer ausgeschlossen sind. Ja. So halten es ja die Plejaden generell, dass sie ratgebend sind, auch untereinander. Nur ratgebend, nichts anderes. Ja. Es ist, da herrscht bei ihnen ja auch nicht diese Befehlsstruktur, wie es bei uns ist. Nein. Ne? Also, gut, das war der vierte. Im fünften Kontaktbericht, da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und zwar erzählt sie dann von der Sinnflut und dem Zerstörer. Und da sagt sie, zur damaligen Zeit, also ich lese ganz kurz vor, nach der heutigen christlichen Zeitrechnung, nämlich fand die Sinnflut statt vor genau 10.079 Jahren. Ausgelöst wurde sie durch eine weltweite Katastrophe kosmischen Ursprungs, als ein gigantischer Komet die Erde aus ihrer Bahn warf und die Umlaufzeit und ihre Umlaufrichtung veränderte. Zur damaligen Zeit betrug ein Erdentag mehr als 40 Stunden und die Sonne ging nicht im Osten auf. Das klingt so unglaublich, dass ein Komet, der einfach nur vorbeifliegt, er hat ja nicht die Erde getroffen, so einen Sog entwickelt, dass er die Erde, also die Umlaufzeit ändert und auch noch die Richtung. Ja. Also, und das war vor 10.000 Jahren und in der Zwischenzeit hat er noch zweimal die Erde schwer erschüttert. Nicht so stark wie vor 10.000 Jahren, aber das letzte Mal halt vor 3.500 Jahren. Das heißt, er, auch wenn er nur, in Anführungsstrichen, nur alle 575,5 Jahre kommt, scheint er immer ziemlich dicht vorbei zu fliegen und wir sind sozusagen wirklich auf in seinem Gefahrenbereich, ne? Ja, wie sagt man das? In seiner Umlaufbahn. Umlaufbahn. Ne? Ja, also dicht an seiner Umlaufbahn. Ja. Der ist aber jetzt abgereist aus dem System von der Sonne raus. Ja, jemand hat in den Kommentaren das geschrieben, weil das kommt halt in den späteren Kontaktberichten, dass sie die Umlaufbahn, dass sie ihn abgelenkt haben. Es ist nicht gewaltiger, es ist nur, wie wir sagen, es müh praktisch, aber es hat eben gelangt dafür. Ja. Aber ist es so, dass er überhaupt... Es hat dann dazu geführt, dass die Eismassen geschmolzen sind.
Und Unwetter, Regen, Unwetter und so weiter hat es gegeben. Und dann ist Dings überlaufen, da, wo das Schwarze Meer und so weiter. Ja, das beschreibt sie dann alles, die Riesenflut und so weiter. Ja. Es geht ja, es war jetzt... nicht ein sehr Weg, dass der Planet, wie soll man sagen? War nicht unter Wasser komplett, sondern Nein, nein, nein. da, so wird es ja dargestellt. Aber für die Zukunft, die Sie haben ihn Es zwar hat ab. einfach ein Grumort auf der ganzen Welt. Ja, Oder? ja. Und es hat Verschiebungen gegeben, aber die sind nicht so gewaltig, dass der Planet so außer Kurs gekommen wäre, dass wie soll ich sagen, dass Die Menschheit sollte sich nicht in eine falsche Sicherheit wiegen, ne? Ja, weil das jedenfalls das, nicht. ja, genau, denn er kann ja, Sie haben es ja jetzt oder vor einigen Jahrzehnten haben Sie das durchgeführt. Aber es vergehen ja jetzt wieder 200, 300 Jahre und in der Zeit kann er ja durch kosmische Ereignisse wieder seine Bahn Richtig, ändere und wieder zu richtig. einer existenziellen Gefahr Das werde. die Gefahr besteht auch nicht. Ja. Weil den kann man nicht so einfach an Nein, die Seite schieben. nein, Das ist nein, nein. auch für die Nein, Plejaden, nein, all denen nicht. das ist Ja. eine enorm, das ist Das ein ist Geschoss, eine was da durchs All fliegt. gigantische Macht von praktisch zwei Planeten, Ja. wo die Anziehungskraft dann irgendetwas kann so außer Kurs bringen, dass es anders wird. Ja, Schlechter oder besser. ja, 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 es bestehen immer zwei ja, Möglichkeiten. ja, Ja. ja. Also die, auch wenn er jetzt sehr weit weg ist, Ja. für die Deshalb Zukunft, kommt nicht mehr retour. was da? Deshalb ist endgültiger weg. Der Zerstörer? Nein, Nein, nicht, nein. nicht ja, der Planet, also der, wo dort mal da durch ist, der ist weg. Ah, Der okay. ist so weggelenkt worden, dass er nicht mehr auf die Erde kommt. Ah, Nicht mehr der okay. Erde entgegenkommt. Nicht mehr in das, überhaupt in das Sonnensystem kommt. Ja, ah, okay. Ja. Aber es einmal kommt Apophis 29 und dann 36, 2036 kommt der. Ja. Und es kann halt eben auch noch andere Ja, richtig. gäbe, Eben, von und denen wir das noch ist gar eine nichts wisse. außerhalb vom vom Sonnensystem, Ja, wo daher innekomme. kommt. Ja. Genau, das kann jederzeit Ja. passieren. Und dann wird Ja. er Teil und fliegt immer Und wieder um die Sonne. meines Wissens, der sollte bereits auf dem Weg sein, aber ist noch außerhalb vom Sonnensystem. Ein anderer Ob's Planet. der, na ja, der sollte es eigentlich schon längstens entdeckt haben. Der ist auf dem Weg daher, Ja, das ist. aber der ist noch weit außerhalb vom Sonnensystem. Ja, Sie haben einen entdeckt. Ich zeig dir das mal, den Artikel. Das vor ein paar Jahren war das in den Medien. Nein, das muss nur ehrlich sein. Ah, okay. Da habe ich nun Wann nichts gefunden. sie den entdeckt haben, das ist die Zeit, wo er entdeckt werden soll. Okay. Ist das auch wie so ein Kleinplanet oder Das ist ein Planet. ein Ein Planet, kleiner der, ein Planet. Kleinpla ja, Ja. der als Komet Ja. durchs All jagt? Nein, es ist nicht eigentlich ein Komet. Man sagt einfach ein Komet. Aber es ist nicht ein Komet. Ah, Es ist. du meinst die Planeten jenseits von Pluto, die noch entdeckt werden müssen? Ja, eben. Ja. Jenseits, außerhalb vom Sonnensystem. Ja. Und Ja. der sollte eigentlich entdeckt werden, oder? Ja,
Irgendwas haben sie da. Da gucke ich noch mal. 23 um 24, 3, 4, 2, 3, 24 sollte entdeckt werden. Okay. Aber das ist ja eine normale Umlaufbahn um die Sonne. Ja, das ist eben nicht eine normale Umlaufbahn, sondern eine, die aus dem Weltraum kommt. Aber es ist kein Komet, sagst du? Nein, es ist nicht ein Komet. Er wird dann durch das, dass er in die Anziehung kommt von Planeten, vom Sonnensystem, wird er dann einen kleinen Schweif machen und darum wird er dann Komet genannt. Ja, aber wenn er die anderen Bahnen kreuzt, dann ist das ja eine große Gefahr. Ja, das ist es. Ja. Ja. Und der soll 2, 23, 24 entdeckt werden. Okay. Dann schaue ich noch mal. Ja, schau mal, was ich gefunden, ob irgendetwas findest. Ja. Was ich 22, 23 oder 24, in diesen 3 Jahren sollte er entdeckt werden. Aber weit außerhalb von unserem Sonnensystem. Ja, ja. Ja, gut. Okay. Was sie entdeckt haben, der ist auch sehr weit draußen. Der hat so, ich glaube, es waren 85 Meilen im Durchmesser. So, ja. Eben ein Kleinplanet. Ja. Ja, mal schauen. Ja. Vielleicht ist und der wie das. Wie groß das der ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, in diesen Jahren soll er entdeckt werden. Ja, das habe ich gefunden. Ich zeig's dir mal und dann schauen wir weiter. Also dann ist der Zerstörer keine Gefahr mehr. Nein. Der ist keine Gefahr mehr. Nein. Aber der ist so abgelenkt worden, dass er nicht mehr ins Sonnensystem durchkommt. Ah, okay. Aber andere werden weiterhin eine Gefahr sein. Und, wo eben Bahn haben im Sonnensystem. Ja. Ja. Die sind nicht außerhalb, sondern die sind im Sonnensystem, wo sie ihre Bahn sind. Ja. Aber es können ja auch immer welche von außen eindringen. Die Gefahr gibt es ja auch. Wie der zum eine, Beispiel genau. Der jetzt, ja, oder? Genau. Ja. Gut, okay. Ja, und sie beschreibt hier noch, wie der Zerstörer die Venus und den Mond in unser Sonnensystem gebracht hat. Ja. Und die sind ja alle durch das Dimensionentor gekommen. Mhm. Das heißt, der muss die ja im Grunde gleichzeitig mitgebracht mitgeschleppt haben. Ja. Und dann hat, weißt du, aber erst sozusagen den Mond an die Erde verloren hat oder war das erst mit der Venus? Erst war es mit dem Mond, nicht wahr? Dass wir den Mond sozusagen, die Erde den Mond eingefangen hat. Der Mond, das war irgendwie 22 Millionen Jahre her oder so, ne? Ja, bis um da so. Ja, und die Venus existiert ja noch nicht so lange um die Sonne. Das ist ja noch ein recht junger Verpflanzung gewesen. Vom Planeten. Gut, okay. Dass man das so einordnen kann einfach von der Zeit. Sie beschreibt dann halt noch diese Geschichte mit Pelegon und Azael und so. Aber sie geht da später noch drauf ein. Und daher wollte ich das jetzt nicht fragen, sondern das ist noch zu bruchstückhaft. Nachher ergibt sich ein besseres Bild. Ja, weißt du, es ist halt das gewesen. Man hat nur teilweise Sachen gesagt und später hat man das noch einmal aufgeschrieben und wieder nur teilweise Sachen gesagt. Ja, es ist worden, schwierig oder? Zusammenzusetzen. Ja, ja. Daher hoffe ich, dass da der Gregory da in den USA, der hat ja schon mal angefangen, die ganzen geschichtlichen Teile, hatte ich dir gezeigt, zusammenzufügen. Ja, ne? Das ist eben nur ein Bruchteil vom Ganzen. Ja, oder? Ja, ja. Obwohl das schon so viele Seiten sind, ne? Also so ein Stapel. Ja.
Gut, das war der fünfte Kontakt. Jetzt kommen wir zum sechsten Kontaktbericht. Und da geht's halt um die Entwicklungsstadien, beschreibt sie dir dort. Und du fragst sie gleich eingehend, was im Grunde das schon einleitet, so als ob du gewusst hättest, über was sie sprechen wollte. Das heißt, das sagst du, das heißt, ich interessiere mich für die Entwicklung des Lebens, seine Einteilung, den Geist und seine Entwicklung und wie es steht mit der sogenannten Wiedergeburt. Und dann sagt sie, ach so, ein Gebiet, das nicht nur mir Kopfzerbrechen bereitet. Und dann fängt sie halt an zu erklären, andererseits aber eine Wissenschaft, die sehr weitläufig ist und auch bei uns noch keine derartigen Erkenntnisse gebracht hat, dass uns die letzten Geheimnisse bekannt werden. Daher kann ich dir darüber auch nur das erklären, was uns bekannt ist und das, was wir als gegeben annehmen. Im Großen, wenn Sie als etwas gegeben annehmen, dann haben Sie es aber schon eingehendst untersucht, ne? Ja, ja. Nicht wie wir, wenn wir sagen. Das beruht effektiv auf dem, dass ein Teil davon ergründet worden ist. Aber ja. Nur ein Teil davon. Ja, und das genau erklärt sie nämlich jetzt. Im Großen und Ganzen sind es eigentlich nur 5 sehr wichtige Punkte, die wir genau kennen, während 2 weitere Punkte auch für uns noch keine Gewissheit sind. Sie sagt dann aber später nicht, welche diese 2 Punkte sind. Kannst du mir sagen, welche sie da meint? Habe ich nicht nachgefragt. Weißt du auch nicht, okay. Habe ich nicht nachgefragt. Das mache ich so, weil, weißt, wenn du zu viel fragst, dann nachher verhaspelt sie sich und. Ja. Dann sagt sie was sie nicht sagen genau, soll. Genau. Ja. Ja. Ja, das genau wird da auf der Erde genau das Gleiche gibt. Ja, ich will da jetzt auch dann nicht zu tief bohren, aber weil sie es erwähnt und dann dachte ich, ja, vielleicht hat sie es einfach vergessen zu sagen oder ist einfach da, wo dann die Neugierde ist natürlich, was sie auch nicht wisse, weil ich finde, das sind immer die Aspekte, die sie dann auch sehr menschlich erscheinen ja. lassen, dass sie nicht alles wisse. Und das finde, weil wenn sie alles wissen würden, dann bräuchten sie keinen menschlichen Körper ja, mehr. Genau. Ne? Also, genau. Und daher ist mir das immer sehr sympathisch. genau. Und dann sagt sie, diese führen nämlich bereits hinein in die Geheimnisse der Schöpfung, die auch für uns unnahbar ist. Nichtsdestoweniger möchte ich dir aber auch diese unsere Annahmen nicht vorenthalten. Und dann, das Leben vom Anfang bis zum Ziele gliedert sich, wie gesagt, in 7 Hauptstufen oder 7 Hauptperioden. Diese sind wiederum in 7 Unterperioden unterteilt und ergeben so ein Ganzes. Und sie erklärt dann, dass das Durchlaufen von 7 Unterstufen Hunderttausende von Jahren in Anspruch nehmen kann. Und dann genau, wenn man, da sagt sie, geht sie auf die Wiedergeburt ein bisschen ein, eine Wiedergeburt des geistbedingten Menschen kann nach seinem Körpertode daher bereits nach Sekundenbruchteilen, aber erst nach Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden oder gar Hunderttausenden von Jahren wieder erfolgen. Nun beschreibst du das ungefähr, wenn man stirbt, es gibt die zweifache Regel, Dauer. Es gibt eine Regel von ungefähr um die 150 Jahre um. Ja. Wenn man, aber das musst du auf der Erde vergessen, weil wir zu viele Menschen haben. Ja. Es ist zu viele Menschen aufgestellt worden. Der Mensch hat selber alles kaputt gemacht, außer die Regeln gebracht, die existieren, die natürlich existieren. Ja. Die sind ungültig. Der Mensch hat die selber durch seine Überbevölkerung ungültig gemacht.
Weil sozusagen so viel Bedarf ist, dass die Geistform oder halt die Schöpfungsenergieform vorzeitig in einen Körper wieder eintreten muss. Und keine Wahl hat. Ohne dass sie können lernen, ohne dass das aufgearbeitet ist. Du weißt ja, wenn der Mensch etwas lernen tut, er geht arbeiten, er geht lernen. Er tut aber weiter lernen, auch wenn er schlafen tut. Ja. Ja. Also, ohne, wie soll ich sagen, ohne den Lehrer, wo er es dann wirklich selbstständig macht. Und das macht die Schöpfungsenergie ebenfalls, oder? Sie tut lernen, während dem Gast der Mensch im Wachzustand ist, oder? Ja. Wenn er aber aus dem Körper geht und im Pool von der Schöpfung ist, von der Energie, von der speziellen Ebene, wo der menschliche Energieblock sich ablagern tut, dann tut er dort sich selber weiterentwickeln. Und das ist unmöglich geworden auf der Erde aus dem Grund, weil zu viele Menschen sind, oder? Dann müssen die wieder die Energieformen, die müssen retour wieder in den Mensch rein, müssen wieder weitermachen, lernen aber nicht eigentlich dazu. Du weißt ja, die Menschheit ist dumm. Bohnenstroh, dumm. Sie denkt nicht, sondern es ist nur ein Scheidenken. Sie glaubt also sie nur und entwickelt sich da nicht. Also, ich meine da nicht im Kern, sondern in der Energieform, wo das Bewusstsein bilden tut. Ja. Tut sich der Mensch nicht entwickeln, sondern er tut glauben, er nimmt einfach das, was er da gehört, was er da sieht, was ihm eingeschnurrt wird, oder? Yeah. Er hängt an dem. Er tut nicht lernen. Das heisst, er tut seine Energieform nicht höher entwickeln. Die Schöpfungsenergieform evolutioniert nicht. Genau, ja. Der Tod wird ja manchmal auch als der Schlaf wird ja manchmal auch als der kleine Tod beschrieben. Ja, das verarbeitet man ja auch den Tag, ja, was man erlebt hat. Das und im das kannst du nicht so sagen. Dann das, was heißt kleiner Tod, wenn der Mensch schlafen tut, oder? Er ist verbunden mit dem Materiellen so oder so. Ja. Dort im, wie wir sagen, Jenseitsbereich. Also in dieser Ebene von der Schöpfung, wo die Energieform sich herbringt, oder? Wenn der materielle Körper stirbt, der ist dann nicht verbunden mit dem Körper. Ja. Der ist nur verbunden mit der schöpferischen Energie. Tut also weiter lernen. Oder? Das, was der Mensch aber macht, durch das, dass er schlafen tut, tut er nicht lernen, sondern er tut wiederholen eigentlich das, was er im Wachzustand aufgenommen hat. Ja, es ist kein Lernen, es ist nur eine Art Verarbeiter. Richtig. Und nochmal durchgehen. Und, richtig. Aber im Tod ist es wirklich sozusagen ein Aufarbeiten ein und Lernen. Aufarbeiten, ein richtiges Aufarbeiten. Ja. Und wenn das natürlich dann immer abgebrochen wird, vorzeitig, durch eine zu frühe, dadurch, dass zu viele Menschen geboren werden. Das ist das Gleiche, wenn der Mensch lernen tut, oder? In der Schule und heimgeht. Und das wiederholen tut und aufarbeiten tut, was er gelernt hat, Stunden voran in der Schule. Ja. Oder? Dann macht es aber nicht im Schlaf. Es ist also nicht ein kleiner Tod. Ja, ja, oder? Ja.
Das ist, schon anders, ja. Völlig falsche Begriffe, völlig ja. falsche Ansicht. Ja, okay. Oder? Was wollen wir jetzt sagen? Gut. Ja, das, das, der Tod ist einfach Leben ohne den grobstofflichen Körper. Ja. Und der. Ja, aber du kannst nicht sagen, ja, wie hast du jetzt aber gesagt? Aber Leben ohne grobstofflichen das Körper. Das ist nicht ein Leben, das ist ein Existieren. Ja, okay. Leben hat mehr mit organischem Körper ja, zu genau. tun. Ja, ich verstehe. Genau. Ja, das und da ist ja kein organischer Körper ja. dahinter, oder? Ja. Sondern es ist reine Energie einfach. Ja. Es ist eine Existenz. Ja. Und oder? Diese Existenz bleibt auch, wenn man nachher in keinen Körper mehr braucht. Ja. Es ist auch eine. Das ist oder auch Existenz wenn man tot ist, vom Bewusstsein. Ja, das. Ja. Das, was der Mensch Bewusstsein nennen tut, ist eigentlich die schöpferische Energie. Ja. Das, was er Bewusstsein nennen tut. Ja. Und der jeweilige individuelle Gesamtbewusstseinsblock evolutioniert von Inkarnation zu oder von Leben zu Leben. Ja. Und lernen. Es ist nicht eine Inkarnation ja, in dem Sinn, wie der Mensch sich das eben vorstellt. Denn eine Inkarnation nach menschlichem Sinn rein von dem der Körper, der Mensch mit seinem Körper stirbt und er kommt als gleicher Mensch wieder retour. Ja, na. Und das ist nicht richtig. Nein, vollkommen. Ist eine völlig neue Persönlichkeit. Ja, vollkommen neue Persönlichkeit. Ja. Kann ja auch ein Geschlechterwechsel stattfinden richtig. Und all oder in einer Rasse, andere richtig. Rasse. Richtig. Ja. Na, das ist mir schon klar. Nur, jetzt mein Schöpfungsenergieform, die ist ja geschlechtslos und die so, ist ne, absolut, das ist neutral in dem Sinne. Noch ein Zwicken oder ja. sonst irgendetwas. Ja. Die ist vollkommen neutral. Ja. Aber es existiert schon noch das Konzept von ich, wenn ich gestorben bin. Oder nein. geht man dann schon in die Wir-Form ein? Nein. Es ist ein Empfinden von Wir. Schöpfungsenergie kann keine Ich-Form. Okay. Das ist reine Existenz. Das ja. ist, also, es hat keine männliche oder weibliche Form, keine Ich-Form oder Nicht-Ich-Form. Es ist vollkommen neutral. Ja. Das ist, es ist, Neutralität ist nur Existenz. Ist dieser Gesamtbewusstseinsblock? Der ist nur Existenz. Energie, reine, blanke Energie. Also keine Wahrnehmung mehr von, dass ich getrennt bin von anderen. Oder positiv oder negativ. Das kann sie gar nicht mehr auf. Das ist unmöglich, dass sie das kann aufnehmen. Ja. Sie ist einfach in sich selber neutral. Ja. Also weder positiv noch negativ. Nur der Mensch macht das Negative und das Positive. Ja. Meine Frage zielt darauf ab. Das, ich will das so erklären. Du hast
das Negative und das Positive hast du in einer Farbe zum Beispiel. Und da hast du die reine Energie, das ist lötiges, blankes, sauberes Wasser. Oder? Mhm. Und du lernst die Farbe in das Wasser rein. Je nachdem, ob das stark wird oder schwach, tut sich das Wasser stark färben oder weniger stark färben. Oder es tut sich überhaupt nicht färben. Wenn es Wassereigenfarben, zum Beispiel Wassereigen sind. Ja. Es kann sich also nicht die Energieform, wie soll ich sagen, entwickeln in negativer Form oder in positiver Form, sondern sie bleibt immer neutral. Sie ist einfach existent. Und die nutzt aber der Mensch zum Denken und zum Handeln in dieser und dieser Art und Weise. Also positiv oder negativ. Oder? Und je nachdem, wie der Mensch ist, hat er das Positive und das Negative. Und es fragt sich immer, welches ist überwiegend. Oder? Ja. Nachdem tut sich der Mensch dann formen. Er tut aber die Energie, die neutrale Energie, missbrauchen, um zum Beispiel negativ zu sein. Oder teilnegativ, ja. Je nachdem, ja. Wie er sich, wie er sich entwickelt. Ja. Ja. Das ist mir schon klar. Wo ich immer noch mit Schwierigkeiten habe, ist, ich versuche es nicht aus unserer Perspektive zu sehen. Ich versuche es aus der Perspektive, wenn man keinen Körper hat, zu sehen. Die ist genauso, die Energie ist genauso existent wie auch sonst im Körper inne. Ja. Ist vollkommen neutral. Es hat weder negativ noch positiv. Ja. Wir haben ja auch das Buch von Bernadette über die Linie des Inkarnations- oder Linie von Nokodemion. Mhm. Mhm. Und da heißt es ja dann eben, die Persönlichkeit in der Vergangenheit so und so und die Persönlichkeit und die Persönlichkeit. Und ja, die hat sich aus dem, was sie gelernt hat, was sie mitbekommen hat von der Umwelt, was sie mitbekommen hat von der Erziehung und was sie aus dem alles gemacht hat, ist sie negativ oder positiv oder das ist negativ oder das ist positiv. Eine vollkommene Negativität oder eine vollkommene Positivität beim Mensch gibt es nicht. Es gibt je nach Abstufungen positiv oder negativ. Aber der Grundstock ist die Energie, die schöpferische Lebensenergie, die ist und bleibt trotzdem neutral. Die wird nie beeinflusst. Die tut einfach lernen. Ohne jeglichen Einfluss, wo sie könnte ändern. Das, was geändert wird, was negativ und positiv, das findet im Kern statt. Nicht in der Energie. Von Schöpfungslebensenergie.
sondern nur im Hirn, im Denken oder Nichtdenken, Scheidenken vom Mensch, im Glauben oder mit dem alles, was ich sagen. Die Energie bleibt immer neutral. Ja. Die wird in keiner Art und Weise beeinflusst von dem, was der Mensch macht, was er handelt, was er denkt oder nicht denkt. Ja, also die Schöpfungsenergie in dir und mir ist gleich und ja. Neutral. Die bleibt immer gleich, neutral. Gleich, ja. Ja. Und das sage ich einfach, die bleibt existent. Ja. Die ist unbeeinflussbar. Ja, wie du schon sagtest, du kommst nicht so zurück und auch ich werde nicht so wieder zurückkommen in Form von Inkarnation, sondern komplett andere Persönlichkeiten. Komplett andere Persönlichkeit. Ja. Mit dem, was die Schöpfungsenergie, die Schöpfungslebensenergie bringt, wird die neue Persönlichkeit belebt. Ja. Also gibt es das, was wir sagen, das Bewusstsein. Ja. Oder? Und das Bewusstsein, das kannst du auch nicht beeinflussen. Ja, weil da... es wird da auch so in der Figo-Gemeinschaft, glaube ich, oft so, ja, wenn du jetzt, was weiß ich, wird da manchmal von Strafinkarnation oder Strafleben, wenn man irgendwas schlimm macht oder so. Und das ist, glaube ich, falsch. Ja, das ist aber rein materiell. Ja. Das ist das, was der Mensch dann aus sich machen tut, aus dem, was er auf der Erde von Erziehung, von der Umwelt und so weiter lernen tut. Das ist dann eine Strafinkarnation oder mit dem, was zu sagen, eine Strafgeburt oder weiss ich was, oder wie der Mensch da sagt. Oder? Ja. Das ist aber nach rein menschlicher Ansicht. Ja, genau. Und das oder so, ausdrucksweise. Oder, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, in dem Sinn, dass es tatsächlich so wäre. Ja. Sondern das ist das, was der Mensch macht, da auf der Erde, wenn er Leben tut. Das aufnimmt, dieses aufnimmt, jenes aufnimmt und so weiter und so fort. Ja, es ist im Grunde keine Strafe, sondern man hat den Evolutionsschritt nicht beendet. Oder eben nicht das Evolutionsziel. Nein, der geht immer weiter. Der, ja. Der findet nicht das Ende. Es blockiert ja, einfach. Naja, sie redet ja hier von diesen Stufen, das ja. Meine ich ja. Und jedes Leben setzt man sich, hat man im Grunde ein gewisses Ziel. Er hat Chancen, jeder Mensch, ja. Jede Persönlichkeit, die kommt, hat Chance, ja, sich zu evolutionieren. Aus sich zu machen, evolutionieren. Ja, aber wenn er das halt nicht tut, dann bleibt er einfach liegen. Genau, und dann ist die nächste Inkarnation ja. Wieder ähnlich, ja. Und das ja. Könnte man dann als eine Art Strafinkarnation ja. Oder eben. Dem sagt aber der Mensch das so, sagt oder? Der Mensch so, aber es ist es ja nicht. Das ist es ja in Wirklichkeit gar nee. Nicht. Es ist ja keine Strafe, sondern nein. Man hat einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, genau. Ne? Das ist wenn du nicht in die Schule gehst und nicht lehrst schreiben, dann ja. Kannst du Hunderte werden, kannst halt nicht schreiben. Ja. Das ist alleine dein ja. Bier. Ja. Es ist nicht die Schöpfungsenergie, die Schöpfungslebensenergie ihres Bier, sondern es ist dein Bier. Ja. Was genau. Du machen tust. Wie du deine Schöpfungsenergie brauchen tust oder nicht brauchen tust. Ja. Oder? Und ich gebe jetzt, wir alle geben Impulse in diesen Gesamtbewusstseinsblock. Und abhängig von den Impulsen, die wir da reingeben, führen wir ein dementsprechendes,
also Gesetz von Ursache und Wirkung, richtig. Zukünftiges Leben. Ja. Aber aus Sicht der Schöpfungsenergie ist das im Grunde egal, was für Impulse da reinkommen. Sie ist ja neutral. Ja. Es ist einfach eine natürliche Gesetzmäßigkeit, dass abhängig von den Impulsen, ob die entsprechend der Schöpfung und sozusagen entsprechend den Gesetzen und den Geboten der Schöpfung, kommt dann was Positives raus, oder wenn man dagegen halt ständig verstößt, weil man einfach zu ignorant ist, um die Gesetze zu erkennen oder erkennen zu wollen, dann dementsprechend das dementsprechende Ergebnis bekommt. Richtig. Ja. Das kannst du nicht ändern. Also, das ist genau gleich, wenn du eine Maschine hast, du nimmst ein Knebel und hebst her und dann läuft sie halt nicht mehr. Oder spinnt, macht Hackungen oder weiss ich was. Ja. Du das Rädchen tangieren tust, es läuft nicht mehr rund oder weiss ich was passiert dort, oder? Ja. Es ist einfach, das Negative ist einfach ein Fremdkörper. Ja. Und das wirkt auf jede Energie. Selbst auf den Strom. Ja. Wenn wir dann den Finger dran herheben, dann Strom, dann gibt es einen kurzen, schlägt dich vielleicht zu tot. Ja. Oder? Ja. Ist halt dann Ignorieren der Gefahr und der Energie, die dort herrscht. Ja. Ne? Ja. Ja. Strom hast du das beste Beispiel. Ja. Das ist auch Energie. Ja. Genau. Und sie kann man kann sie so und so nutzen. Man kann sie positiv nutzen, man kann sie auch zerstörerisch nutzen. Ja, oder negativ. Ja. Das ist der, die ist neutral, die ist völlig neutral. Ja. Oder? Ja, ja. Dem Strom ist das egal, ob du da anpackst oder nicht. Ja. Aber dir wird es, du wirst es erinnern. Gut. Und dann geht sie, dass das mit der Hölle halt im Grunde in dem Sinne Blödsinn ist, ne? Ja, aber, es ist, aber die Hölle macht der Mensch eben. Macht er sich das selbst. Ist genau, das ist einfach das Negative, was der Mensch machen tut. Ja. Das ist das, was er Hölle nennt, oder? Ja. Oder dass gar ein Gabri-Fritz dazu kommt, wo er dazu dichtet, oder der Teufel oder der Satan oder wie dem ihnen sagst, oder das ist eine Fantasie vom Mensch, oder? Ja. Und sie sagt dann zwischendurch, wir alle haben immer mehr den Eindruck, dass du mehr weißt als wir und dass du uns nur prüfen willst. Irgendwie umgibt dich ein Geheimnis, das wir nicht zu lüften vermögen. Ja, sie haben es ja dann irgendwann gelüftet, aber... Nein, das haben sie nicht. Ah, haben sie nicht? Nein. Okay. Ich habe das immer so gelesen, dass sie dich nicht sozusagen... Ja, ich weiß, dass du das Wort nicht magst, aber dass sie dich... Du bist ja auch ihr Prophet. Ich sag's jetzt gerade. Ja. Aber sie haben das nicht. Swart wusste das. Ich weiß, aber was soll. Ein Künder. So, halt. Ja. Oder Lehrer. Bist auch ihr Lehrer im Grunde. Ja, das könnte man sagen. So. Du bist halt nicht nur unser Lehrer, sondern auch ihr Lehrer. Und das haben sie ich dachte immer, das ist das Geheimnis, was sie nicht erkannt haben. Aber das ist es nicht. Nein, nein. Aber denn Swart wusste ja, wer du bist. Der hat dich auch entdeckt. Das Vater hat's gewusst, ja. Ja, aber die anderen hatten das ja nicht gewusst, dass du ihr das Lehrer bist. Das wüsste es ja nicht. Und da auf der Erde weiß es auch niemand. Ja, jetzt sprichst du von dem Geheimnis, meinst du, oder? Ah, okay. Aber es geht schon auf Nokodemion zurück. Das ist schon richtig, ja, ne? Das wird Ja. Ja, mehr muss ich da nicht wissen. Das, wir sollten langsam, das ist 10 vor. Ja. Okay. 10 vor.